Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video für die ersten beiden Monate des Jahres 2019. Insgesamt sind 17 neue Bücher bei mir eingezogen. Davon nur eines im Januar, aber dann im Februar habe ich ziemlich zugeschlagen mit 16 Büchern. Einige davon sind Rezensionsexemplare, deswegen ist das Video auch als Werbung gekennzeichnet und wie immer könnt ihr in der Infobox ein bisschen mehr darüber lesen. Im Januar ist ein Hörbuch über Audible bei mir eingezogen, und zwar Lethal White, also auf Deutsch Weißer Tod, von Robert Galbraith. Das ist der vierte Teil der Cormoran Strike Reihe. Wie mittlerweile, glaube ich, jeder weiß, ist Robert Galbraith J.K. Rowling, die hier eine Krimiserie geschrieben hat um Cormoran Strike, einen Privatermittler mit einem militärischen Hintergrund, der auch in einem Einsatz sein Bein verlor und deswegen nun eine Prothese trägt. Er ist so ein bisschen muffelig und hat eine sehr sympathische, hübsche junge Assistentin, die dort eigentlich durch eine Art Zeitarbeitsfirma nur so ein paar Bürotätigkeiten machen sollte, nun aber zum festen Bestandteil der Privatdetektei geworden ist. Das ist Robin, und hier im vierten Teil verfolgen wir einen Fall, der damit beginnt, dass ein junger Mann, der offensichtlich psychische Probleme hat, in die Privatdetektei kommt und dort von einem Fall berichtet oder von einem Vorkommnis, das sehr verstörend ist. Und nun versuchen Strike und Robin herauszufinden, was nun wirklich real daran ist und was vielleicht auch Einbildung des jungen Mannes ist. Und es gibt, wie in auch den vorherigen Folgen in dieser Reihe, auch einiges an Privatleben von Robin und Strike, das wir hier so am Rande mitbekommen. Mir haben die vorherigen Teile sehr gut gefallen, es war sehr unterhaltsam. Am letzten, also am dritten Teil, hatte ich so ein bisschen auszusetzen, dass es sehr blutrünstig und gewalttätig war und nur so diesen Schockeffekt manchmal hatte und dann so ein bisschen am literarischen verlor, fand ich. Deswegen dachte ich, ich muss das Buch nicht unbedingt im Regal stehen haben, aber so als Hörbuch eignet sich das sicherlich sehr gut, und ich denke, das war auch eine gute Entscheidung. Den Februar möchte ich gerne mit einem Geschenk beginnen. Holly Bourne, Was ist schon normal? Spinster Girls. Dieses Buch habe ich von der lieben, lieben Nicole geschenkt bekommen. Ihren Kanal findet ihr unten verlinkt. Er heißt Nicole liest so gerne. Schaut da unbedingt auch mal vorbei. Wir haben das Buch auch gemeinsam gelesen jetzt im Februar. Also könnt ihr hierüber noch ein bisschen mehr dann im Lesemonat erfahren. Es geht um Evie, ein junges Mädchen, das eine Zwangsstörung hat, nun allerdings auf dem Weg der Genesung ist, und wir begleiten sie in ihrem Alltag an der Highschool, wie sie mit ihren Freunden umgeht und wie sie auch immer wieder diese psychotherapeutischen Sitzungen hat und über ihre Fortschritte und auch Rückfälle berichtet. Spinster Girls ist ein Club, den sie mit ihren Freundinnen beginnt, und Spinster ist ja eine alte Jungfer, und es geht hier um viele feministische Aspekte in dem Buch, die eben auch mit in die Geschichte eingewoben werden. Da Februar mein Geburtstagsmonat ist, dachte ich, ich komme an diesem Buch von Murakami nicht vorbei. Birthday Girl, das ist wirklich nur eine Kurzgeschichte, die hier in diesem sehr hübschen Heftchen verpackt ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier glitzern die Sterne so drauf auf dem Cover. Und es geht um eine junge Frau, die als Kellnerin arbeitet, und eines Tages soll sie Essen zu dem Restaurantinhaber bringen, der ganz mysteriös ist. Niemand hat ihn je gesehen, er wohnt allerdings im gleichen Haus. Normalerweise bringt es ein älterer Kellner ihm, aber aufgrund von Krankheit kann er das heute nicht tun an diesem Tag. Und das ist auch ausgerechnet der Tag, an dem die junge Frau Geburtstag hat. Und der ältere Mann, und hier kommt wieder so das magische Realismus-Element von Murakami ins Spiel, möchte ihr einen Wunsch erfüllen. Ja, und viel mehr möchte ich zu dieser kurzen Geschichte eigentlich gar nicht sagen. Wir bleiben hier vielleicht auch gleich mal bei Japan, und das hier ist ein Rezensionsexemplar aus dem Reklamverlag. Die Geschichte Japans, die hier auf 500 Seiten knapp erzählt wird, vom Paläolithikum wirklich bis 2019. Wir können ja nun im Mai, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, erwarten, dass der Kaiser Japans abdankt und seinen Platz räumt für seinen Sohn. Und alles, was in diesen Jahrtausenden zwischendrin passiert, das versteckt sich auch hier in dem Buch. Das ist das letzte Buch mit japanischer Thematik in diesem Haul.
Shibuya Goldfish habe ich bei einer englischsprachigen Booktuberin gesehen und ihre Zusammenfassung klang so verrückt, dass ich mir unbedingt das Buch holen musste. Das ist mein erster Manga tatsächlich. Und es geht hier um einen Jugendlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, der eigentlich einen Dokumentarfilm drehen möchte und dann aber in ein richtiges Horrorszenario hineinkommt, denn Tokio wird von blutrünstigen Goldfischen überfallen. Vielleicht schwenken wir über nach Tschechien, denn auch hier habe ich ein paar Bücher gleich in meinen Neuzugängen. Zum einen Tsunami Blues von Markéta Pilatova. Das Buch habe ich auf Medimops gekauft und das ist noch eingeschweißt. Also hier hatte ich wirklich riesiges Glück gehabt. Der Zustand ist demzufolge super. Es geht hier um eine junge Frau, Carla, und sie ist Trompeterin. Das Buch spielt wohl in Südmähren, allerdings hat die junge Frau ihre Eltern verloren im Tsunami 2004 und befindet sich dann auch in einer Schaffenskrise danach. Sie studiert an der Universität in Olomouc und lernt dort wohl eine kubanische Musikerin kennen, die sie dann auf eine Reise nach Kuba mitnimmt und dort gerät sie auch mit in die Kreise von kubanischen Oppositionellen. Das klang alles sehr ungewöhnlich und ich bin schon gespannt drauf, mehr darüber zu erfahren. Von der Autorin habe ich noch überhaupt nichts gehört. Wir werden mal sehen. Dies ist ein Kinderbuch, Tipu und Fleck, auch von tschechischen Autoren, die ich jetzt vorlesen muss, denn es sind gleich mehrere. Barbora Klarova, Tomasz Konczynski, Daniel Spaczek und Petr Stjepan. Alle haben an diesem sehr schön illustrierten Buch mitgearbeitet. Ich zeige euch mal ein paar Seiten. Es geht hier um Tipu und Fleck, die eine Art kleiner Wichte sind, deren Lebensinhalt es ist, Dinge altern zu lassen und sich so ein bisschen kaputt zu machen. Und Tipo gerät dann auch an ein Menschenmädchen und stellt fest, dass das eigentlich gar nicht so im Sinne der Menschen ist, dass Dinge alt werden. Und auch Am See ist von einer tschechischen Autorin, von Bianca Bellova. Hier geht es um eine Coming-of-Age-Geschichte. Mehr weiß ich allerdings gar nicht so richtig. Es geht wohl um einen Jungen, der an einem See aufwächst und ein hartes Schicksal zu tragen hat und nie so richtig von dem See loskommt, obwohl er eigentlich sein Heimatdorf verlässt. Mehr weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass die Autorin wohl ganz außergewöhnlich und schön schreiben können soll. Deswegen bin ich hier sehr gespannt. Für unseren Real-Life-Buchclub habe ich Super Sad True Love Story von Gary Steingart gekauft. Das ist eine Dystopie, die wohl auch mit viel Humor geschrieben sein soll. Und es geht darum, um ein Amerika der Zukunft, das hauptsächlich von den Medien regiert wird, ganz stark bei China verschuldet ist und in dem die Mehrzahl der Bevölkerung Analphabeten sind. Und als ich nun im Februar in Deutschland bei meiner Familie zu Besuch war, konnte ich natürlich auch nicht am Buchgeschäft vorbeigehen und habe mir dort Wolfgang Herndorfs Stimmen gekauft. Das ist eine Sammlung von Texten aus Herndorfs Nachlass und da ich alle Bücher von ihm las und auch fast alle sehr, sehr mochte, wollte ich auch einfach gerne noch ein paar mehr Texte von ihm lesen können. Und nun folgen noch ein paar Rezensionsexemplare aus der Random House Gruppe. Hier habe ich aus dem Heine Verlag Das Fell des Bären von Matteo Righetto. Das Buch spielt in den 60er Jahren in Italien und es geht um einen 12-jährigen Jungen, der eines Morgens erfährt, dass er nicht zur Schule gehen soll und seinen Vater dafür aber in die Berge begleiten soll. Sie beginnen ihre Wanderung und dann auf dem Weg erfährt er, dass der Vater, der seit dem Tod der Mutter ein bisschen mürrisch und eigenbrötlerisch geworden ist, eine Wette eingegangen ist. Und zwar hat er gewettet, dass er in der Lage wäre, den Bären zu töten, der um das Dorf, um die Gemeinde dort herumschleicht. Aus dem BTB Verlag
Ellie Smith. Es hätte mir genauso. In diesem Buch geht es um eine Feier in einem Privathaushalt und dort schließt sich im Laufe des Abends eine der Gäste im Bad oder im oberen Geschoss in einem Zimmer ein und kommt einfach nicht mehr heraus. Und das über Wochen. Das klang sehr skurril. Ich habe bisher mit Ellie Smith so ein paar gemischte Erfahrungen gemacht. Also ich mochte ihre Bücher, allerdings konnte ich den riesigen Hype um sie nicht verstehen und hoffe, dass mir vielleicht dieses Buch, das mein erster Roman von ihr sein wird, da noch so ein bisschen den Anstoß geben kann, um mich dann zu entscheiden, ob Ellie Smith nun was für mich ist oder vielleicht nicht. Und auch aus dem BTB Verlag von Einar Karason, Die Stolungen. Das ist eine historische Saga eines isländischen Autoren, die sehr gelobt worden ist. Und da dachte ich, ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr im Bereich historischer Roman gelesen und hatte aber Lust darauf, mich so ein bisschen mit Wikingern auseinanderzusetzen und auch mal wieder etwas von einem isländischen Autor zu lesen. Und ja, so kam das Buch zu mir. Und das letzte Printbuch ist auch aus der Random House Gruppe, ein Rezensionsexemplar aus dem Goldman Verlag. Das muss ich ablesen. Von Miska Rantanen, Kalsarikeni. Das ist ein Buch, das auf die Hygge-Bewegung anspielt und hier die finnische Antwort darauf bietet. Denn es geht hier um eine ganz andere Art von Gemütlichkeit, nämlich der abends einfach in Jogginghose auf der Couch zu liegen und sich zu betrinken. Ich fand, das klang sehr schräg und da mein Freund letztes Jahr ein halbes Jahr in Finnland war und ich ihn auch dort einige Male besuchte, ist Finnland irgendwie immer noch so ein präsentes Thema und ich wollte einfach mal schauen, was sich so dahinter verbirgt. Das Hörbuch, das ich mir im Februar von meinem Audible-Guthaben kaufte, ist Nino Haratischvilis Die Katze und der General. Das war ja auch auf der, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob nur Longlist oder auch Shortlist des Deutschen Buchpreises 2018. Ich habe 2018 ja so ein paar georgische Autoren in mein Leseverhalten integriert und von Nino Haratischvili allerdings habe ich noch nichts gelesen und da ihre Brilka, ich glaube irgendeine Zahl Leben für Brilka, so hoch gelobt wurde, mich thematisch allerdings Die Katze und der General etwas mehr ansprach, denn es geht hier um die Aufarbeitung von Kriegsgeschehnissen und die Frage nach Schuld, habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal mit diesem Buch und das Hörbuch ist ewig lange, ich glaube über 30 Stunden. Mal schauen, wann ich da dann durchkomme. Nach zwei E-Books und dann sind wir durch. Ich habe von Renee Edo Lodge, Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. In diesem Buch geht es um subtilere Aspekte des Rassismus und darauf bin ich schon sehr gespannt. Das Buch hat in den englischen Booktube-Kreisen ja schon arg seine Runde gemacht und wurde dort häufig diskutiert, sodass ich schon ein wenig neugierig darauf geworden bin. Diego läuft gerade hier so an der Kamera entlang und schubst sie. Es tut mir leid, dass es gerade wackelt. Das andere Buch ist von Han Kang, Deine kalten Hände. In dem Buch, also da weiß ich noch gar nicht, worum es geht. Ich habe es einfach haben müssen, da ich The Vegetarian und Human Acts von Han Kang so beeindruckend fand und einfach noch mehr von der Autorin lesen wollte. The White Book, das ich letztes Jahr las, auch von Han Kang, war so ein bisschen, ich denke, dass mir die fiktionalen Werke und die längeren Texte von ihr wohl etwas mehr liegen als diese eher kurzen Essayartigen in The White Book. Mal sehen. Und es waren alle Bücher, die im Januar und Februar bei mir einzogen. Ich würde mich wie jedes Mal natürlich sehr über eure Kommentare freuen. Vielleicht kennt ihr ja schon das eine oder andere Buch oder habt es auch auf eurer Wunschliste stehen. Oder vielleicht habt ihr auch noch ein paar Empfehlungen für mich, für meine zukünftigen Neuzugänge. Damit bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Schauen. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit und hoffe, wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Tschüss!